Hallihallo, hallo und willkommen zurück zu einer neuen Folge von Final Fantasy. Ja, ich muss erstmal mir die Kopfhörer hier gerade rücken. Und die Maus hier weg. So. Ja, wir sind immer noch hier und wir sind ja das letzte Mal durchs Dach in ihr Beet gefallen. Und da fragen wir einfach mal, was jetzt passiert? Was will sie machen? Oder können wir hier einfach rauslaufen? Nö. Wir können zwar raus vor die Tür, aber da geht's nicht weiter. Okay, ja, dann quatschen wir mal. So treffen wir uns also wieder. Was? Wir sind nie weg gewesen. Erinnerst du dich jetzt an mich? Ich hab dich noch nie gesehen. Du hast es wohl vergessen. Ja, hab ich. Du warst doch völlig abwesend. Was? Naja, ist schon gut. Sag mal, hast du irgendwelche Materia? Ja, ich hab einen Hip-Hopper, der hieß Materia. Ja, schon. Heutzutage findet man überall Materia. Nur im Fernsehen, in der Zeitung, im Internet. Aber meine ist was Besonderes. Taugt zu absolut nichts. Auch nicht schlecht. Taugt zu nichts. Du weißt wohl nur nicht, wie man sie benutzt. Doch, ich weiß es. Sie wirkt einfach nicht. Ich fühle mich aber mit ihr sicher. Sie gehört meiner Mutter. Okay. Ich würde gerne ein bisschen reden. Fühlst du dich schon fit genug? Schließlich haben wir uns wieder getroffen. Na klar. Warte mal kurz, ich muss noch meinen Blumen sehen. Bin gleich wieder da. Jetzt guckt sie nach ihrem Blumen. Hallo? Ich habe gedacht, die kommt zurück. Also müssen wir doch wieder hinlaufen. Jetzt wieder anquatschen. Ein Moment noch. Oh! Da fällt mir ein. Ja, was fällt dir ein? Wir haben uns noch gar nicht bekannt gemacht. Ja, und woher soll ich denn wissen, wer du bist? Ich heiße Aeris. Auswählen, Standard auswählen. Ich bin Aeris, das Blumenmädchen. Freut mich. Ey, die haben wir doch vorne gesehen hier in der Stadt. Haben wir ihr gesagt, geh mal weg hier. Mein Name ist Cloud. Was ich so tue, ich bin ein Mann für alle Fälle. Düm, di, düm, di, düm. Oh, ein Mann für alle Fälle. Tja, ich tue alles, was erledigt werden muss. Da, was ist so lustig? Worüber lachst du? Entschuldigung, es war nur. Oh. Hallo? Ach, was für ein schlechtes Timing. Ja, was für ein schlechtes Timing. Jetzt müssen wir zu dem Typen da vorne. Cloud. Nicht beachten. Okay. Warum soll ich den nicht beachten? Sag mal, Cloud, machst du auch Labwächter? Du übernimmst doch jeden Job, oder? Ja, stimmt. Ah, dann hilf mir hier weg, bring mich nach Hause. Bitte. Okay, mache ich. Aber es wird dich einiges kosten. Also mal sehen. Wie wär's, wenn ich einmal mit dir ausgehe? Ausgehen, okay. Mal gucken, was jetzt passiert. Ich kenne dich nicht, aber du kennst mich nicht. Ich kenne dich. Was? Und ob ich dich kenne? Diese Uniform. Hey, Schwester, was ist denn das für einer? Sei still, du Shinra-Spion. Sollen wir ihn umlegen? Ich habe mich noch nicht entschieden. Keine Kämpfe. Ihr zertrampelt die Blumen.
Ausgang ist da hinten. Wo hinten? So, jetzt warten sie auf uns. Oder nee, die rennen uns hinterher. Das waren Marco-Augen. Ganz bestimmt okay an die Arbeit, beeilt euch. Reno. Und tretet nicht auf den Blumen. Was? Hey Reno, du bist gerade drauf getreten. Wir sind alle hinüber. Oh. Machen Blitz. Und der ganze Mal Angriff. So, ach, der ist schon Level 10, ey. So, dann gehen wir mal hier hoch. Da sind sie, dort drüben. Wir müssen... Cloud, schau nur. Ich weiß, sieht nicht so aus, als würden sie Ruhe geben. Was sollen wir tun? Sie dürfen uns nicht erwischen, oder dann bleiben nur noch eins. Weglaufen. Hier entlang. Genau, ich werde sie aufhalten. Ist gut, lass keinen durchkommen. Sie darf nicht entkommen. Angriff. Oh, jetzt ist sie runtergefallen. Meint ihr, wir haben sie getötet? Sie haben keinen Widerstand leisten sollen. Okay, Cloud, Hilfe. Verdammt. Was ist das? Aber es halt durch. Lauf. Ich versuch's. Na, komm hier hoch. Wir müssen... wenn ich hinunterstoßen könnte... Ah. Kämpfen halt durch. Lauf. Ich versuch's. Ist ein Vers, wenn ich es hinunterstoßen könnte. Hä? Wieso? Der sollte es runterhauen. Warum ging das nie? Okay, das war ja leicht. Das ging ja. Böse Überraschung, hier ist ein Fass. Hä? Dummer. Hier ist ein Fass. Hier ist ein Fass, wenn ich's... Cloud, Hilfe. Ne. Halt durch. Hä? Ich verstehe das nie. Ich denke, ich soll das Fass runterwerfen. Das ist komisch, also das ist echt komisch, muss ich sagen. Das... Warum das nicht ging? Hat der jetzt Feuer? Nee. Wobei, wenn es ein Feuervieh ist, eigentlich Eis, ne? Müsste eigentlich funktionieren. Mal gucken. Oh ja. 216, ey. Wow. Gut reingehauen. Oh, Mann. Fast verschieben, ja. Das wäre das. Das war der dort hinten. Okay. Da hätten wir dann quasi eigentlich das Falsche.
Also den falschen. Also das falsche Fass, ja. Das falsche Fass runtergeschubst. Stuhl ein bisschen näher ran. Ah, mein Verdammt. Komm, mach jetzt mal. Hier! Gut. Vieh Nummer 1 ist weg. Mensch, das hau doch mal richtig zu hier. Die Hören und Sehen vergeht. Welches Fass müssen wir denn da runterschubsen? Also wenn die da lang geht, dann vielleicht das dort hinten? Oder? Dass wir hier lang. Okay. Zack. Yippie. Puh, die suchen mich ja schon wieder. Soll das heißen, sie sind nicht zum ersten Mal hierher gekommen? Hm. Das waren Turks. Hm. Die Turks sind ein Verband innerhalb von Shinra. Sie suchen mögliche Kandidaten für Soldier. Ach so. Die suchen nur so brutal, wie die rangehen, dachte ich, die entführen uns. Nebenbei sind sie in eine Menge schmutziger Geschäfte verwickelt. Wissen wir Bescheid. Mord, was man sich nur vorstellen kann. So sehen sie auch aus. Aber warum sind sie hinter dir her? Das muss doch einen Grund haben. Nein, eigentlich nicht. Sie glauben wohl einfach, ich hätte das Zeug zum Soldier zu werden. Vielleicht stimmt das sogar. Möchtest du beitreten? Ich weiß nicht. Aber diese Leute will ich ganz bestimmt nicht in die Hände fallen. Also dann gehen wir. Weg da. So. Zack. Immer schön über die Dächer. Warte, ich habe gesagt, du sollst warten. Oh, beeil dich mal, Menschen. Genau. Sind die schnell laufen? Puh, uff. Nicht so schnell, so warte doch. Komisch. Ich dachte, du wärst genau die Richtige für Soldier. Oh, du bist wirklich schlimm. Du, Cloud, warst du mal ein Soldier? Früher mal. Wie kommst du drauf? Deine Augen, sie haben einen eigenartigen Glanz. Das ist das Zeichen derer, denen Marco eingeflößt wurde. Das Zeichen eines Soldiers. Aber wie konntest du das wissen? Ach, nur so. Nur so? Ja, nur so. Komm schon, lass uns gehen. Herr Leibwächter. So, jetzt sind wir hier. Oh, was ist denn das da? Wo sind wir denn jetzt? Puh, endlich geschafft. Und jetzt? Mein Haus ist da drüben, beeil dich, bevor er kommt. Wo drüben? Oh, hier haben wir erstmal einen Speicherpunkt. Speichern! Schon so viel? Hier. Level 10. So, dann laufen wir mal. Oh, hier ist ein Roboterarm. Hey, weg. Kann man da lang laufen? Was gibt's denn hier bei dem? Hoppla! Denk bloß nicht, dass du einfach nur zu mir kommen und meinen Kühlschrank leer futtern kannst. Halt dir deine Mutter keine Manieren beigebracht. Ja, hier komm. Kannst du alles kriegen. Wir haben jede Menge Materia. Schau dich gerne um. Oh Gott. Hitze, Kälte, Gewitter, Genesung. Nee, brauchst nicht. Von dir brauche ich nicht. Kann man eigentlich noch... Moment. Vielleicht hier oben langlaufen? Wie? Wer zum bist du? Pass auf, wie du mit mir sprichst. Oh, so ein Ärger. Willst du
Nochmal zum Laden in Sektor 6. Angriff. Sind das hier Ratten oder was? Oh ja, 113. Blitz war gut. So. Dann eben nicht, dann gehen wir halt wieder dort hoch. So, was ist das hier? Oh, hier. Der Mann ist krank. Er muss in der Nähe ohnmächtig geworden sein und wurde von jemandem hergeschafft. Okay. Oh, oh, ab. Hm, mal gucken. Das ist er. Willst du ihm nicht helfen? Oh, ah, ab. Hör mal, ich bin kein Arzt. Nein, wohl nicht. Oh, der Mann ist tätowiert. Ich glaube, es war die Zahl 2. OAF. Ja, und OAF kann man wohl sagen. Tätowiert, die Zahl 2. Vielleicht sollen wir uns das merken. Was gibt's denn hier? Da gibt's nichts. Kann man hier vielleicht reingehen? Was ist denn das hier? Das sieht aus wie ein Laden. Du willst Waffen? Ich habe keine Waffen, die ich dir verkaufen könnte. Und zwar, weil es zum Waffengeschäft da lang geht. Okay. In den Slums musst du auf dich aufpassen, aber dafür brauchst du bestimmt Waffen. Titanreif. Ah, 208 schnell, das kaufe ich schnell. Gut, das ist also... Was ist das für ein Laden hier? Da liegt bloß ein Junge. Okay. Hier ist, glaube ich, gibt es, glaube ich, nichts. Alles, was Präsident Shinra sagt, ist gelogen. Andererseits kann man diesen Avalanche-Leuten oder wie sie heißen, auch nicht trauen. Man kann es drehen und wenden, wie man will. Am Ende geht es doch nur darum, dass man so sein möchte wie die da oben. Also, wem glaube ich? Mir? Mich selber lüge ich nicht an. Das steht fest. Naja, dann. Lüg dich mal nicht selber weiter an. Okay. Da waren wir drinnen. Was ist das hier? Auch ein Laden. Ach, das ist bestimmt Erste-Hilfe-Laden. Blinzel, richtig. Wir haben hier Nuki. Was? Wir handeln nur gegen Gil. Gegenmittel. Gegenmittel habe ich gar nicht, oder? Gegenmittel. Wir nehmen mal 4 Gegenmittel. Stellt HP und MP-Wert wieder her. Phönixfedern. Trank haben wir 15. Okay. So. Ja, und wie es weitergeht in Final Fantasy. Und wie wir den Weg zum Haus von der... Na, wie hieß sie dann? Aegis oder wie die heißt hier? Ja, Aeris. Das in der nächsten Folge. Schaltet wieder ein. Bis dahin. Danke fürs Zuschauen. Tschüss.